Asakiga shinda. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir Ende 1 kriegen. Ich bin absoluter Resident Evil Fan. Wirklich, ich bin absoluter Resident Evil Fan. Aber nicht dieses Spiel. Nicht dieses Spiel. Ich hatte nicht eine Sekunde, wo ich es gespielt hatte, hatte ich Spaß. Weil ich ständig Inventarmangel hatte, was ja nicht mal das Schlimmste ist. Aber dann kommt dazu, dass die Steuerung beschissen ist. Die Kamerawinkel sind dumm. Du bist die ganze Zeit nur dabei, hin und her zu laufen. Dir wird auf der Map nichts angezeigt, nur ob der Raum abgeschlossen ist oder nicht. Du musst dir merken, welcher Schlüssel musst du zu welcher Tür, weil nichts gekennzeichnet ist. Da habe ich keinen Spaß bei, wirklich absolut nicht. Es war definitiv ein Versuch wert. Ich habe auch schon meinem besten Freund gesagt, ich gebe dir das Geld zurück, wenn du das möchtest, weil ich mich schlecht dabei fühle, wenn ich mir geschenkte Spiele nicht durchspiele. Ich mag das halt einfach nicht. Und naja, habe ihm gesagt, ich finde das Spiel grauenhaft scheiße und ich werde es safe nicht durchspielen. Hat er gesagt, ja, ist okay. Das ist eine tolle... Menschen haben Spaß bei sowas? Keine Ahnung. Ich nicht. Macht es, Seppo, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. So. Masaki ist tot. Weiter geht's. Wir haben noch ein Ende vor uns. Ja. Das brauchen wir. Das und das. Okay. Boah, ich sehe nichts. Oh, da waren die Finger wieder schneller als das Hirn. Mach das, Seppo. Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend auf der Couch. Oh, das war die falsche Seite. Absolute Katastrophe. Schlüssel. Aber ich bin auch schon hörgestört, Angel. Also, fühle ich. Für mich ist die Musik auch normal laut. Chris platzt das Trommelfell. Whee!
Enter. Guti, da können wir jetzt ein paar Dinge machen. Als allererstes können wir dahin. Zunächst mal dasselbe Lied läuft oder man wieder eine Werbung hört, die einen auf den Sack geht, mache ich das Radio aus. Fühle ich. So, das Tape. Da. Vending Machine Ticket. ¥10. Wir verlassen die Area. Nein, genau. Diesmal darf ich den Brief nicht lesen. Es ist... Also ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie man das rauskriegen soll alleine. Weil es ist eine ganz schön lange Anleitung. Aber wir schauen mal. Ich mache alles wie bevor. 6 Tapes plus den Voice Recorder. Schauen wir mal. Aber jetzt stellt euch nur mal vor, ihr wohnt hier und das Einzige, was ihr immer tun könnt, ist hier einkaufen zu gehen. Ist doch traurig, oder? Ich will wieder das Gleiche essen. Das mit der Katze. Genau, jetzt noch die ¥10. Ich habe das Problem mit Abschlüssen, so wie Sheldon Cooper. Keine Sorge, ja, wir kriegen jetzt das 7. Tape. Ob das Futter einen Unterschied macht? Heute. Schon der dritte heute. Hi. Ich sehe nichts. Geil. So,
Diamond Tape. Also, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir haben alle Tapes. Wir hören uns jetzt alle Tapes an. Und dann machen wir weiter. Na, schauen wir mal. Noch ist er nicht da. Muss ich nur kurz gucken. Okay, hier muss ich hin. Gut zu wissen. Jetzt können wir erstmal wieder alles überspringen. Ich versuche es gar nicht erst zu laut werden zu lassen. Ja. Eyo! Ein bisschen. Ayo! Hi, Schneewolfchen! Ah, nee, warte, das Tape. Ich drück den Skip-Button. Ja, Mann. Ayo! Unser Bruder ist gestorben und wir wollen rausfinden, wieso, warum, weshalb. Wir haben es aber schon zweimal durchgespielt, deswegen skippe ich nämlich gerade alles. Ayo! Aber der ist jetzt zum Glück nicht so lang. Genau, ich werde jetzt nicht die Dings suchen, sondern ich sag ihr jetzt einmal Ayo! Tschüss. Okay, wir haben jetzt alle 6 Tapes. Wir brauchen aber 7. Ich soll den Schlüssel nehmen, das hier anlocken die Tonks nehmen. Okay, und dann muss ich die Treppe hoch. Die Leiter. Climb. Hier ist das letzte Tape. Aber das letzte Tape ist reversed. Das heißt, es ist rückwärts und das müssen wir jetzt erst noch umdrehen. Also quasi hörbar machen. Dafür gehen wir jetzt erst einmal wieder rein und versuchen, das Tape abzuspielen. Und der ist jetzt im Office.
Da. Genau, und das können wir jetzt aber nicht abspielen. Genau. Und jetzt können wir mit den Trash-Tongs, die wir haben, nämlich zurück zur Müllebene fahren oder zur, da wo die Ratten waren. Okay, jetzt müssen wir zuerst mit den Trash-Tongs die Schlüssel holen. Mit den Schlüsseln das Padlock öffnen. Und mit dem Tape-Deck ich kann es benutzen, um Tapes zurück zu, also um sie zu reversen. Fixed Tape. Huch. Okay, und mit dem Tape können wir jetzt zurück zur Radio Station. Wie soll man darauf kommen? Wie soll man darauf kommen, dass man einfach rausgeht und das da findet? Aber ist okay. Leute Guides auf Steam, für die ich sie, für die ich extrem dankbar bin. Naja, aber wenn mir ein Spiel sagt, den Brief lesen, so, weißt du? Aber ich bin auch ganz ehrlich, ich hätte niemals gewusst, dass ich da zu diesem Radio Tower gehen soll, wenn ich ganz ehrlich bin. Auch wenn er geleuchtet hat, ich hätte ihn voll übersehen. Und jetzt haben wir das letzte Tape. Wir können das letzte Tape abspielen. Was passiert? Oh, er liest die Darkness, er liest die Dunkelheit von Tonako vor. Aber das müsste ja heißen, dass wir jetzt nicht sterben, weil wir es nicht vorlesen. Masaki muss gestorben sein, weil er das gelesen hat. Ich weiß nicht, was für eine Kraft dieses Gedicht hat. Aber ich muss es definitiv untersuchen lassen. Ich nehme das Papier morgen mit zur Polizei. Es ist zu spät und ich sollte jetzt nach Hause gehen.
Masaki Onikawas Bruder Haruo hat das Tape zu mir gebracht. Er hat gesagt, wenn du es dir anhörst, wirst du verstehen, was der Grund für Masakis Tod war. Ich habe mich dazu entschlossen, das Tape anzuhören. Wie auch immer. Egal, wie oft ich es gespielt habe, nichts kam raus und nichts war auf dem Tape. Haruo geriet in Panik. Er hat die ganze Zeit Selbstgespräche geführt und vor sich hingemurmelt, das kann nicht sein. Plötzlich hat er mir ein Stück Papier ausgehändigt. Masaki ist gestorben, weil er diesen Brief laut vorgelesen hat. Es gab eine Aufnahme auf dem Tape, wo er es gelesen hat. Nachdem ich das Papier angenommen habe, ist Haru verschwunden. Er hatte einen ernsten Blick in seinen Augen, aber versucht er uns zu verarschen? Die Polizei? Es gibt keinen Weg, dass ein einfaches Gedicht, geschrieben auf Papier, einfach so eine Person töten kann. Wenn das wirklich passieren würde, wäre es eine schreckliche Sache. Als ich auf das Papier gestarrt habe, kam ein jüngerer Kollege zu mir. Senpai, was schaust du dir da an? Nein, ich habe gehört, wenn man dieses Gedicht laut vorliest, wird man sterben. Was? Ist das irgendwie... Was ist Superstition? Ist das irgendwie ein Witz oder so? Glaubst du wirklich daran, Senpai? Der Junior lachte. Warum versuchst du es nicht und liest es, Senior? Er hat es mir gesagt, aber ich konnte mich nicht überwinden, es selbst zu lesen. Natürlich habe ich ihm nicht geglaubt, aber... Hast du etwa Angst, Senior? Lass mich es für dich lesen. Lachend nahm mein Kollege das Stück Papier aus meinen Händen. Mein Kollege hat das ganze Ding auf einmal gelesen. Nichts ist passiert zu diesem Moment. Ich habe auch nicht erwartet, dass irgendwas passiert, aber ich war ein wenig erleichtert. Nichts passiert. Vielleicht ist es nur ein Prank. Ich wollte es sagen oder nicht. Er hat plötzlich geschrien und ist zusammengebrochen. Er kam niemals zurück. Und als ich es bemerkt habe, war der Brief weg. Worum ging es in dem Gericht? Gericht. Worum ging es in dem Gedicht? Tja. Aberglaube? Naja, gut. Nah dran. Wie immer. Wie immer kann ich nur sagen, Schillers Art.